einer Freundin von mir. Wie? Der Basilisk. Er ist fertig. Ja? Lust auf eine Spritztour? Klar. Bin bald da. Verdammt, wie? Er ist genial. Ich kann's hören. Alles bereit? Hey, wie? Nein, noch nicht. Carol muss noch überprüfen, ob Militech irgendwelche Eis hinterlassen hat. Sind keine Konzerne gekommen, um den Verlust zu melden? Nein. Wir haben es geschafft, sie von unserer Fährte zu locken. Wir haben die Trucks mit den großen Konzernlogos am Raffenlager abgestellt. Quasi die brennende Tüte mit Hundescheiße vor ihrer Haustür. 2.0, versteht sich. Scheiße. Der sieht ja aus, als käme er frisch aus dem Konzernkrieg. Gefällt mir. Alles in Ordnung. Wir sind sicher. Und Saul? Was ist mit ihm? Fürs Erste nichts. Wir kommen uns einfach gegenseitig nicht in die Quere. Also will er kein Familienrat zusammenrufen? Und ob er das will. Er hat nur vor, mich noch eine Weile im Dunkeln zu lassen. Ich wollte schon immer mal so ein fettes Teil fahren. Wie all die naiven Idioten, die an der Front gelandet sind, mussten nicht mal rekrutiert werden. Man hat ihnen einfach nur die Tech gezeigt. Na los, steig ein. Ist alles fertig. Und los geht's. Zieh am besten den Kopf ein. Verdammt. Ist er vorhin bei den anderen angesprungen? Vielleicht solltest du... Ich hab alles im Griff. Eine Sekunde. Ist nicht das neueste Modell, aber Mitch und Bob haben getan, was sie konnten. Und? Was sagst du? Naja, immerhin weiß ich jetzt, warum man die Teile Särge nannte. Du steuerst direkt von deinem Sitz aus. Du musst dich nur verlinken. Was? Keine Knöpfe, Tasten oder Blinke-Dinger? Nein, gar nichts. Die Impulse werden direkt an deine Großhirnrinde gesendet. Der Basilisk wird quasi ein Teil deines Körpers. Wie ein mystisches Einssein. Hast du sowas schon mal gesteuert? Nein. Warum? Vertraust du mir nicht? Kann ich noch aussteigen? Nein? Dann vertraue ich dir. Und was macht der Co-Pilot beim mystischen Einssein? Gibt Unterstützung? Sag ich dir, wenn wir weiter weg sind. Wir werden ein bisschen üben. Okay, für volle Funktionalität im Gefecht braucht man eine zweite Person, um die sensorische Überlastung zu regulieren. Ein Pilot steuert, der andere übernimmt das Schießen. Ist echt angenehm. Du wirst schon sehen. Testdurchlauf. Ich trenne die Verbindung. Braucht er nicht zwei Piloten? Wenn du gleichzeitig steuern und schießen willst. Bist du bereit? Panam, sag mal, soll das so sein? Neurale Synchronisation dauert einen Moment. Sollte gleich besser werden. Siehst du? Okay, langsam raff ich, was du meinst. Wärm dich auf. Kein
keine Angst, ich guck weg. Dreh einfach mal ein paar Kurven. Geschmeidig. Wie ein Boot. Mhm. Der gleitet über alle Hubbel, jedes Terrain. Okay, ich merke, die wird langweilig. Jetzt fahr mal an diesen Turbinen lang. Zieh rechts oder links vor der letzten rüber, wenn ich es sage. Okay. Links. Sehr gut. Weiter so. Im Angebot. Erwarte nicht zu viel. Der Basilisk ist immer noch ein Frachter. Aber du wirst trotzdem auf deine Kosten kommen. Also gut. Schieß auf diese Wracks. Gut. Volltreffer. Okay. Genug geübt. Gut, jetzt verbinde ich mich. Könnte sich seltsam anfühlen. Das heißt? Basilisk-Piloten müssen vollständig synchronisiert sein. Unsere Nervensysteme werden miteinander verbunden. Okay. Als hätte man zwei Einzelzimmer gebucht und stattdessen ein zu enges Doppelbett bekommen. Okay, versuchen wir es. Scheint, als würde ich dich besser kennenlernen als geplant. Also gut. Am Anfang könnte es ziemlich schwierig sein. Mach dich auf sensorische Rückkopplung durch die Systempaarung gefasst. Im Gefecht gewöhnt man sich wohl dran. Mhm. Gut, ich fange an. Oh, fuck! Sie haben uns gefunden. Wir müssen ins Lager zurück. Das sind Rotten! Eine ganze Horde! Bereit zum Kämpfen! Kasak! Diese Bastarde! Mach dich fertig! Unser Ort ab und macht euch hier nützlich! Wir fahren direkt zum Lager. Die Familie braucht uns. Ein interessanter Tag.
Ich fühle mich, als wäre ich knapp einem Zug ausgewichen. War ziemlich knapp. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft, glaube ich. Ach, hör auf. Nee, echt. Wir sind dir was schuldig. Kannst auf die Aldecaldus zählen. Jederzeit. Gut zu wissen. Niemand an der Bar. Find ich gut. Bier? Limonade? Ein Bier für mich. Auf Happy Ends. Unsere Abenteuer werden mir fehlen. Mir auch. Andererseits, wer sagt denn, dass das unser letztes war? Wie? Sieh dich um. Guck sie dir an. Sie könnten deine Familie sein. Panam, was willst du damit? Bleib im Lager. Bei uns. Hör dich ja gern, Panam. Wirklich. Mhm. Und jetzt kommt das große Aber. Ich kann nicht. Nicht jetzt. Ich muss erst ein paar Dinge regeln. Schon okay, Vi. Ist jetzt vielleicht ein bisschen viel auf einmal. Ich dachte nur... Ah, vergiss es einfach. Ich denke darüber nach. Dass viele mit Malware verseucht sind. Polizeiexperten haben mittlerweile bestätigt. Wie? Panam. Ich. Wie? Ganz ruhig, alles okay. Wie fühlst du dich? Wo sind wir? Ganz ruhig. Du bist umgekippt. Also haben wir dich mitgenommen. Ach, wohin? Ins neue Lager. Du bist in Sicherheit. Alles unter Kontrolle. Noch bist du nicht tot. Wie? Du musst mir sagen, was los ist. Das Blut. Du warst stundenlang weg. Was fehlt dir? Panam, ich... Es wird schlimmer. Jeden Tag. Okay, Weh. Entspann dich. Eins nach dem anderen. Was genau ist los? Kennst du Johnny Silverhand? Ja, sie spielen manchmal seine Oldies im Radio. Wieso? Weil er es ist. Er lebt. Und zwar in meinem Kopf. Er... Was? Willst du... soll das eine komische Metapher sein? Lange Geschichte. Hatte einen Job, hab ihn versaut. Und jetzt hängt mir Silverhands Konstrukt im Kopf. Bullshit! Tja, er findet's auch nicht toll. Glaub mir. Wir kommen nicht gut klar. Und es wird schlimmer. Du verarschst mich nicht? Ich versuche nur, damit zu leben. Zu überleben. Deiner Gesundheit bekommt's jedenfalls gar nicht. Hör zu, ich muss los. Mir geht's besser. Echt. Warte, ich komm mit. Ich dachte doch, die Stimme kenne ich. Hey, Mitch. Okay, endlich. Wir haben uns Sorgen gemacht. Hab auf dein Auto aufgepasst. Steht da drüben. Aber du verlässt uns doch noch nicht, oder? Geht's dir gut? Stimmt was nicht, wie? Viel besser. Danke für eure Hilfe. Freut mich zu hören. Danke. Ich bleib noch ein bisschen.
Fühl dich wie zu Hause. Denk dran, unser Angebot steht noch. Wenn du Hilfe brauchst, die Alde Kaldos sind für dich da. Endlich mal was, wo wir uns einig sind. Wenn du was brauchst, weißt du, wo du uns findest. Soll ich mitkommen? Ja, glaubst du? Ich kenne diesen Ort von früher. Nein. Die alten Routen. Ist nicht mein Problem. Seid ihr hier wirklich sicher? Vorerst ja. Vergiss es. Militech kommt nie so weit raus. Und von hier hat man einen viel besseren Willkommen Überblick. Zurück unter den Lebenden. Don Röschen ist also aus dem Schönheitsschlaf erwacht. Hallo. Aber trotzdem, alles hier ist nur temporär. Bald müssen wir entscheiden, was als nächstes kommt. Wie? Nochmal wegen vorhin. Ich will nicht mal so tun, als hätte ich's verstanden. Wird eine Weile brauchen. Aber im Ernst, wie kann ich helfen? Ganz ehrlich, keinen Plan. Aber es muss doch etwas, jemanden geben, der... Erinnerst du dich an Hellmann? Die Persönlichkeitskonstrukt Tech ist von ihm. Deshalb wolltest du ihn schnappen. War leider eine Sackgasse. Und jetzt muss ich rausfinden, wie es weitergeht. Du findest einen Weg. Und wenn's soweit ist... Helfe ich dir. Die ganze Familie wird helfen. Saul meinte das ernst. Verstehst du? Danke, Panam.